Was den Salary Cap in den USA angeht, Mahomes, die QB von Kansas City macht in den nächsten 5 Jahren 500 weitere Fragen? Das Einzige, was dies bringen würde, ist, dass die Topstars genauso viel machen wie bisher. Die Mitspieler an und zieh das mal im Fußball durch, wenn 10 andere Spieler sich sagen, du machst 20 mal mehr als wir, also lauf auch 20 mal mehr, das geht vielleicht auf kurze Zeit gut, dann aber nicht mehr. Punkt. Das ist auch einer der Gründe, weshalb es in Barcelona nicht mehr läuft. Nachdem das Gehalt von Messi bekannt worden ist, 132 Millionen pro Saison, siehst du von einem Messi nicht mehr so viel, was Haaland angeht. Nun ja, man kann es ihm nicht krumm nehmen, dass er das Maximum raus, auch finanziell. Dafür wird Haller schon sorgen. Und damit wird er zum Beispiel für Bayern schon zu teuer. Haaland ist halt viel zu gut für Dortmund. Weitaus mehr als es Sancho ist. Punkt. Hatte gerade gestern eine Diskussion hier, dass der BVB Haaland die Ausstiegsklausel abkaufen sollte. Aber da hatte ich nicht drauf geguckt, wer sein Berater wird, dementsprechend höchstwahrscheinlich nicht passieren. Und wenn er nach dieser Saison nicht gehen sollte, dann wird Raula die Säcke voll haben, wenn ein Spieler wie er für 75 Millionen wechseln kann. Und darum geht es Raula, um nichts anderes. Von daher kann man auch davon ausgehen, dass Haaland noch eine Saison in Dortmund spielen wird, die sicherlich etwa 100 Millionen an Sign-on-Zahlungen, an denen der Berater beteiligt ist, wird sich ein fetter Parasit wie Raula nicht entgehen lassen. Schon pervers, wie sich der Fußball und Transfer entwickelt.